Zurück bei einer neuen Runde Tomb Raider mit mir, dem Zinni und mit der guten Lara. Und wir müssen die blaue Keycard finden und haben zuletzt mit den zwei Sicherungen und durch Betätigen der Knöpfe hier den Kran bewegt und uns jagen Ratten. Weil wir haben immer noch keine Waffen. Und das ist relativ ärgerlich. Ich versuch's jetzt mal da hinten, wo wir waren, ob wir da jetzt irgendwie runterkommen. Ob da vielleicht jetzt was anders ist. Halte ich fest. Oder ist hier sonst noch was, wo wir hin könnten? Sehe es jetzt nicht. Dann machen wir nochmal dasselbe wie vorhin. Nur ein bisschen anders. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Und hüpf. Oh ja. So. Wie könnten wir da runterkommen? Indem wir uns jetzt fallen lassen, vielleicht. Ich versuch's einfach. Nein. Die Frage ist, was könnte es doch sonst sein? Doch noch sein. Also, das da hat sich jetzt hier rüber geschoben. Was hat uns das gebracht? Die blöde Ratte wartet da unten. Ich spring mal hier rein und guck mal, ob sich hier irgendwas geändert hat. Also hier eher nicht. Im Gestein. Aber ich dachte vielleicht hier irgendwo. Aber irgendwie nicht wirklich. Können wir da irgendwie jetzt dran springen? Nee. Da führt's rein. Ratte, lass mich in Ruhe. Es muss irgendwas damit sein. Oder komme ich von hier darüber? Nie im Leben. Du scheiß Rattenvieh. Warte ab, bis ich meine Pistolen habe. Es kann es eigentlich nur sein, dass wir darüber müssen. Das andere sehe ich gerade nicht. Ja, das war sehr gut. Wir können uns aber auch nicht an dem Ding festhalten. Hier hinten hat sich wahrscheinlich auch nichts geändert. Nö. Scheißratte.
Was könnte noch sein? Dass wir einfach nur blind sind? Das kann immer sein. So, hier oben können wir aber auch nicht durch, oder? Nee, da ist zu. Von hier irgendwie? Ist da offen? Nee. Ich sehe es gerade nicht, was wir hier machen könnten. Ich könnte mich ja jetzt fragen, wo die Ratte hin ist, aber ich bin eigentlich gerade ganz froh, dass sie nicht da ist. Ich komme ja schon hier gar nicht mehr hoch. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Okay, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal einen Hinweis gelesen und hoffe, der hilft mir weiter. Ich lese immer nur das kleine Stückchen, was mir dann wirklich weiterhilft. Ich spoiler mich nicht zu viel. Weil ich will hier natürlich auch noch ein bisschen Rätselspaß haben. Aber ich will jetzt auch nicht ewig hier machen. Weil das ist beim Let's Play ja auch langweilig, wenn ich nur und jetzt. Und zwar, wir müssen nochmal hier rüber, wo die grüne Sicherung war. Und wir waren hier eigentlich schon ganz richtig, weil da unten liegt die blaue. Und zwar müssen wir jetzt den Wandlauf machen. Und zwar können wir uns jetzt hier runterlassen. Ein Stück. Und jetzt. Jetzt muss ich gucken, wie es geht. Also irgendwie hieß es jetzt. Okay, so nicht. So, dann machen wir direkt so weiter. Ohne großen Cut. Jetzt fehlt uns zwar die grüne Sicherung wieder. Weil die war ich eben, wo wir die ganzen Cuts hatten, war ich die immer wiederholen gewesen. Bevor ich weitergemacht habe. Aber es ist ja egal, die liegt ja auf demselben Weg jetzt. Aber dass ich das schon öfter gemacht habe, sieht man jetzt, glaube ich. So. Sicherung grün. Dankeschön. So, und wie soll das jetzt funktionieren? Oder sollen wir dann jetzt da rüber und dann den Wandlauf machen und dann da rüber springen? So, dann nochmal. Also, wir hängen hier dran. Runter. Geht nicht weiter, okay. Und jetzt. Zack, und wir sind unten. Okay, die Sicherung nehmen wir uns. Gefunden, blaue Sicherung, okay. So, und jetzt. Können wir jetzt zurück? Oh, du blöde Ratte. Können hier hoch. Schei mich mal kurz, wegen der Scheißratte. So, jetzt hier dran. Nun.
Fleisch auf die andere Seite. Ne, da komme ich nicht ran. Da an die Rohre müssen wir vielleicht. Okay, da kommt Dampf raus. Der wird uns wahrscheinlich nicht gut tun. Okay, hoch. Hier oben kam kein Dampf, oder? Doch, scheiße. Okay, und dann abspringen. Fuck. Du Scheißratte, lass mich in Ruhe. Okay, das war aber, glaube ich, schon mal gar nicht so falsch. Wo müssen wir dann hin? Ah, nochmal zurück auf die Plattform. Das wäre es wahrscheinlich. Ach, dreh dich. Und spring. Oh. Nein! Och, ist doch alles scheiße. So. Die scheiß Kamera auch. Oh. Das gibt's doch nicht. So. Okay. Dann glaub ich da rein, oder? Nein! Wo geht's denn von da hin? Auf die Schräge da? Vielleicht? So, rum. Spring. Hoch. Spring. Diese verdammte Kameraführung. So, da hinten ist nochmal so ein Rohr. Da müssen wir bestimmt dran springen. Ich versuche es aber nochmal zuerst hier rüber. Nein! Das kann doch nicht sein. Da beißt die Ratte mich nochmal. Nein! Ganz ehrlich, wenn ich meine Waffen habe, dann wird die Ratte sowas von zerschossen. Die geht einem ja so auf die Eier, das gibt's gar nicht. Nein! Oh. Ich raste hier aus. Wieso hältst du dich denn jetzt nicht da fest? Du dumme Kuh! Ja, mach du. Mann. Sollen wir jetzt versuchen, auf die Schräge da hinten zu springen? Nee, das klappt auch nicht.
erwarten. So. Was willst du tun? Sie springt da einfach nicht dran. Das ist doch ein Witz. Komm schon. So. Und rüber. Und rüber. Und hoch. Ja, gut. Jetzt versuchen wir es nochmal. So. Nein! Scheiße! Puh, ist das schwierig. Okay, nochmal. Also es kann nur sein, dass wir da rein müssen oder dran müssen. Das gibt es nicht. Die hält sich einfach nicht dran fest. Jetzt hält sich wieder nicht da dran fest. Du dumme Zicke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt ganz ruhig durchatmen. Okay. Jawohl. Oh nein. Rüber, rüber, rüber. Okay, 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 okay. Und jetzt da rüber. Nein, das war zu langsam. Scheiße. Mordslag. Ich weiß ja nicht, wo die immer herkommen. Weil bei dem alten Spiel müsste das eigentlich reichen, mein System. Läuft doch eigentlich immer konstant. Bei guter Framerate. Aber dann bricht er auf einmal ein. Und dann geht er wieder hoch. Und läuft mit mehr Frames als jemals zuvor. So. Okay, wir wissen aber, wie es geht. Und rüber. Jawohl. Ah, jetzt können wir hier in das Rohr. Jetzt halte ich ja an dem Rohr fest, sonst raste ich aus. Dampf. Und hoch. Oh, da hat sie ein bisschen was abbekommen. Und wieder. So, wir können hier rüber. Und dann darüber. Meine Finger schwitzen gerade, das ist unglaublich. Was gibt's hier? Nix. Wir müssen einfach darüber springen, scheinbar. Okay. Geschafft. Ich bin gerade sehr erleichtert und hoffe... Okay, jetzt sind wir hier. Mhm, interessant.
Aber ich glaube, ich will lieber hier rüber. Weil dann sind wir hier direkt beim Sicherungskasten. Nenne ich jetzt einfach mal so einen überdimensionalen Sicherungskasten. Okay, machen wir die Krone zuerst rein. Drücken das Knöpfchen. Machen dann die blaue rein. Und drücken auch das Knöpfchen. Was macht er jetzt? Müssen wir vielleicht hier dahin schieben? Hat irgendwie so ausgesehen. Oder müssen wir es da wegschieben? Was versucht das Ding da? Ich verstehe es noch nicht. Da können wir auch nicht drauf springen, das würde ja niemals reichen von der Zeit her. Bisschen überfragt bin ich gerade wieder. Aber es ist ja nichts Neues bei mir. Ah, okay. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. So, und dann runter. Ja. Jetzt kommen wir an unsere Waffen. Juhu. Zack. Oh, cool. Jetzt mache ich euch hier alles kaputt. So, wo seid ihr Ratten? Jetzt seid ihr dran.
Noch wo? Ich würde ja liebend gern da unten auch noch holen. Kommen wir jetzt hier auch hoch? Ne, immer noch nicht. Oder können wir jetzt da oben? Ne, das geht nicht kaputt. Okay, was können wir da mit unseren Waffen jetzt machen? Wir können jedenfalls einiges kaputt machen. Ich frage mich ja, wo die andere Ratte hin ist, die hier immer rumgestreunt ist. Es waren ja zwei. Vielleicht haben wir die echt mit der Kiste kaputt gemacht. Können wir jetzt das kaputt schießen? Nicht wirklich. So, ich weiß noch nicht, wie ich da in das Secret kommen soll. Irgendwie hier rum. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Weil das hier können wir dadurch nicht vorbeischieben. Und hier liegt auch ein unüberwindbarer Balken. Wo ist er? Da! Das hast du verdient. Ja. Ich würde sagen, wenn ich gerade noch so auf die Uhr gucke, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.